Okidoki, nach einer Pause mit Futtern geht es weiter. Und zwar, wo war ich hier? Genau. Hey, Moment mal, wird es schon wieder heller oder... eigentlich müsste es gerade dunkler werden. Warum sehe ich jetzt auf einmal mehr als vorhin? Keine Ahnung. Wer bist du? Goblin. Na, ich werde jetzt versuchen, einzeln daraus zu pullen, damit ich möglichst nicht so viel Stress habe. Ja, es müsste ja eigentlich alles gehen. So, jetzt können wir anfangen zu feuern. Jo, einfach. Okay, Moment, ich könnte auch eigentlich mal magisches Auge casten. Das kostet, glaube ich, auch nicht viel. Ne? Wie viel kostet das? Ja, eins. Ach, das macht nichts. So. Weil damit habe ich hier immerhin im Auge, wo was auf mich zukommt. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Weil hier sind nicht nur grüne Goblins, so viel ist sicher. Oh. So viel zu dem Thema. Haha, der Goblin steckt fest. So, verlasse ich mich mal auf das Auto-Aiming. So, lalala. Wer bist du? Du bist das, ne? Ah, scheiße. Nein. Okay, du musst dran glauben. Warum schießen die Dinger eigentlich immer daneben? Na gut, okay, der ist weg. Alles klar, gut, Gefahr abgewehrt. Aber die machen schon ganz guten Schaden. So, Quicksafen, yeah. Geld erstmal einkassieren. Noch, doch, kriegt man schon ein bisschen was zusammen, ne? Oh. Ich kann es leider nicht erkennen. Ist da irgendein Blauer bei? Ja, auf jeden Fall sind es genug. So. Das ist eine Menge Gekloppe. Hey! Ja, hey! Da freut sich aber hier einer. Oh, ich bin schon... wie soll man sagen? Ohm oder... Oz? Quasi out of Zauberpoints? Ist das ein Blauer? Oh, shit. Ah, ich versuche das Beste daraus zu machen. Den nehme ich noch mit. Ich versuche zumindest, ihn mitzunehmen. Oh-oh. Ehe. Das, hört wohl nichts. Na ja, gut, komm. Hey! Vielleicht kriege ich ihn ja doch noch. Och, was, ist ein Witz. Egal, ich muss hier erstmal weg. Ich laufe um mein Leben. Ach, ich habe deswegen so viel Schaden gemacht, weil ich hier diese plus 10 von dem, wie heißt denn das, von dem Brunnen da hatte. Deswegen habe ich vorhin die Goblins auch so gut fertig gemacht. Man kann jeden Tag nur eine bestimmte Menge von Malen quasi den Brunnen benutzen. Oder die Brunnen. Deswegen verteile ich das immer so ein bisschen. So, ja, machen wir das auch nochmal so. Wenn es danach irgendwie mal nicht mehr geht, dann kann ich mich auch immer noch heilen oder in eine Taverne rasten oder sowas. Das, was man halt natürlich rollenspieltypisch so macht. Oh, Moment. Hier. Ja, siehst du, dann nicht ausgegangen. Wer bist du? Du bist der Blaue. Läuft er weg? Er läuft doch weg, oder? Was macht denn das für einen Sinn? Na gut, egal. Klopfe ich mich halt mit denen ein bisschen rum. Moment mal. Wie viel kostet das? Eins. Ach so, ja. Deswegen kann die auch so oft zaubern. Weil das für den anderen nämlich zwei Punkte kostet. Das hier kostet auch zwei, ne? Ja. Hey, witzig. Ah, da bist du ja. Na, hast du Angst, ne? Haha, das ist das Witzige an dem Kampfsystem hierbei. Wie man gerade gesehen hat, er hat eigentlich ausgeholt, um den Schlag auszuführen. Aber es ist so ein bisschen, na, wie soll man sagen, es ist nicht ganz
rundenbasiert, sondern man kann auch noch, wenn man schnell genug ist, wie man gesehen hat, seine Attacke unterbrechen. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Fällst du um? Ja, gut. So. Auf den können wir ruhig ein bisschen aufheizen. Jawohl. Naja, das geht jetzt so munter weiter. Hey! Hey! Da hat man gemerkt, es kam wieder ein kleines Ruckeln, weil dieses Hey von, wie heißt sie, Celestia oder was, war noch nicht geladen. Das ist ein bisschen dumm. War das gerade wieder Feuer? Goblin? Ah! Autschen? Könnte auch sein, dass hier irgendwo noch irgendwie ein dickerer Typ von denen drin ist. Das weiß ich noch nicht. Autsch. Jetzt muss der dran glauben. Jawohl. So, und jetzt können wir das Ganze einfach mal... Kommt ruhig näher. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Kann das sein, dass ich da schon wieder keinen Mana habe? Und der da? Du darfst nicht abhauen. Oh, was? Ah, ich dachte gerade hier, man kann auch die Leichen angucken. Ich habe gerade gedacht, na nun, das gibt's doch gar nicht. Super, sie ist die Einzige, die noch zaubern kann. Naja, ich werde mit denen noch im Nahkampf fertig. Weil durch den Stärkebonus, den ich noch habe, das läuft alles wunderbar. Ja, und wie man sieht, schon muss ich wieder zurück. Das werde ich dann wohl... Ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache. Na gut, okay, ich könnte natürlich auch versuchen, die im Nahkampf fertig zu machen. Aber... Kann man sich ja schon so, oder kann man schon erahnen, das würde ziemlich unangenehm werden. Aha, das war's. Na gut, dann nehme ich den Rest, den ich noch habe. Und werde einfach mal gucken, dass ich damit noch ein paar Viecher platt mache. Und danach werde ich einfach mal rasten in einer Taverne. So, wupp, wupp, wupp. Das ist eigentlich sehr cool mit dieser doppelten Geschwindigkeit, muss ich sagen. Gefällt mir. Und ab geht die Post. Hey! Hey! Aber man sieht auch schon, wie praktisch das ist, dass man Zaubersprüche hat, die immer treffen. Das ist erheblich angenehmer als die, wie dieser Pfeil hier, der die ganze Zeit nicht trifft. Viermal nicht getroffen. Ja, das ist halt irgendwie... Ah! So, jetzt muss ich das so machen. Damit der... Na? Damit der Typ nicht abholt. Ah, kriegen wir schon hin. Zwei Pfeile auf einmal geschossen? Wieso? Verstehe ich nicht. So, hier sind Kisten und alles. Das ist ein richtig schönes Goblin-Lager gewesen. Ich gucke immer hier auf den... Ah, ja. Okay. So, da hinten läuft noch einer. War es das schon komplett? Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, das wäre ein... Na gut, okay. Es ist auch immer noch das erste Level. Also eigentlich darf es ja so hart nicht sein. Hehe. Wenn wir jetzt mal hier hinten gucken, Magier, Goblin-König, Goblin-König, Magier, Magier-Lehrling, die sind ganz, ganz schwach, Goblin-König, Magier, da drüben geht schon noch ein bisschen was ab. Da werde ich auch jetzt noch nicht hinlaufen und auch nicht hinkommen. So, jetzt werde ich hier mal rumgucken. Ich denke aber, dass die hier alle nichts bringen. Ich werde jetzt die gleiche Technik wieder verwenden hier bei den Kisten. Ah! Oh nein! Oh nein! Ah! Autschen. Ah! Eieiei. Ei, ei. Probier das jetzt noch ein paar Mal. Ah! Oh nein. Ich sag's mal so. Wenn die Entwickler nicht gewollt hätten... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ...dass man das macht, dann hätten sie das auch nicht... Dann hätten sie gemacht, dass die Kiste immer den gleichen Zauber macht. Also, so sehe ich das. Ja, ich kann mir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr als das leisten. Weil, wenn ich jetzt noch eine Kiste aufmache und eine ins Gesicht kriege... Dann werde ich wenigstens wahrscheinlich tot sein. Ich meine, es muss nur einer überleben, der schleppt irgendwie die anderen alle mit. Das ist ziemlich witzig. Obwohl die Ewigkeiten und... Okay. Oh nein! Oh nein! Ja, die Videos im Spiel seht ihr leider gar nicht. Ah. Oh oh! Warum ist sie jetzt denn geschwächt? Okay, noch ein... Ach, die sind alle geschwächt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh nein. Oh nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Oh nein. Das Schöne ist, in der deutschen Fassung gibt es auch noch so einen anderen Fehler. Ich weiß gar nicht, ob das in der englischen auch ist oder nicht. Aber wenn man da solche Sachen macht, dann sagen die Figuren häufiger mal, oh nein, nicht genug Gold. Obwohl man das gar nichts mit Gold zu tun hat. Hey, wow, apropos Gold, wir haben schon 3000. Kann ich das hier jetzt irgendwie machen? Naja, gut, okay, das bringt mir nichts. Ich werde jetzt einfach mal. Hoffentlich hat das auf. Geschlossen. Hat von 5 Uhr AM auf. Moment. Da kann ich ja auch hier machen. So. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier, okay. Hallo, komm herein. Zimmer für 3 Goldmieten. Hohen Aufenthalt. Jo. Und jetzt ist es am nächsten Tag. Es ist jetzt 6 Uhr AM. Das ist schön. Jetzt kann ich auch... Nee, die haben noch nicht offen. Nachdem man gerastet hat übrigens, sind auch die Boni wieder weg. Deswegen schön, das wieder aufbuffen. Ach ja, genau, die Kiste holen. Es ist jetzt am Anfang ist sowieso noch nicht viel Zeug drin. Also was, ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, was irgendwie gescheit ist. Aber na gut. So. Oh. Geht. Nehme ich mit. Ich weiß es nicht. Nehme ich in Kauf, meine ich. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die werden, glaube ich, gar nichts erkennen können, ne? Nee. Okay, dann haben wir die 3 Kisten mitgenommen. 3.500 Gold. Ich meine, und 3 Gold für den Aufenthalt. Hey, das ist halt... Wer bist denn du? Michel Bankier. Aha, was kannst du? Oh, hallo. Anschließend. Für einmalig 1.000 Gold. Ich erhöhe normalerweise den Wohlstand eines Klienten um 10%. Deine Finanzen organisiere ich und prüfe die Seltenheit der Münzen, die wir finden. 20% Bonus auf alles Gold, das gefunden wird. Michel verlangt von allem Gold, was du findest, 10%. Aha. Das heißt, alles, was ich finde, sind 10% mehr. Ich wollte schon gerade sagen, sonst würde es auch keinen Sinn machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das überlege ich mir vielleicht. Das, was man da hinten sehen kann. Das ist ein ziemlich später Teil des Spiels. Obwohl es in der ersten Welt ist. Das finde ich auch ganz witzig. Okay, wer ist das denn hier? Oh, hallo. Das ist Igor, der Lehrer. So, Experte antiker Waffen. Das ist was wir ganz, ganz, ganz spät im Spiel erst bekommen. Ja, du musst die Fähigkeit erst kennen. Rexella, dass es solche Waffen gibt. Die einzige, die ich kenne, die antike Waffen schon einmal benutzt hat, vor allem die einzige, die schon mal benutzt hat, ich frage mich, wie er ein Experte ist, wenn die nie benutzt hat, ist Rexella. Sie hat zuletzt im Paradiestal gewohnt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie noch immer da lebt. Paradiestal ist eine ganz feine Sache, weil da gibt es ganz schöne Gegner und die einem ganz schön den Hintern versohlen und ganz tolle Sachen. Was mache ich denn jetzt? Moment mal. Ja, das mit dem Bankier ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings, bei den Geldbeträgen, die ich jetzt kriege, so 10 bis 20, mal ganz ehrlich, da kriege ich 1 bis 2 Gold raus. Bis ich dann die 1000 Gold, die ich einmalig beziehungsweise bezahlen muss, bis ich die wieder rein habe, muss ich ja 500 Gegner tot machen und deren Leichen aufsammeln. Ah. Das mache ich dann also nicht. So, ihr müsst sterben. Also tagsüber ist es doch deutlich angenehmer, muss ich sagen. Hey! Was ich schon öfter gesehen habe, hey, ist, wenn man auf die Viecher draufhält mit dem Mauszeiger und dann auf Angreifen macht, also dass er quasi den Zauberspruch automatisch dahin zaubert, dann zielt er oftmals dann nicht richtig drauf, weil da gerade so ein grafischer Effekt vor ist und dann geht alles vor die Hunde. Das ist echt total dumm. Moment mal, kann ich nicht hier Erste Hilfe? Jawohl. Und natürlich wieder geruckelt. Okay, ich guck mal, was passiert. Hey, geht. Ja, eigentlich... Das kenne ich nicht. Ja, ich nehme den Kram mal mit. So, jetzt kommen wir hier zu einer interessanten Sache mit den Fässern. Das Fass ist leer. Hey, ist das so? Ich werde mir auch gerade mal hier drüben diese Firnerwurzel geschlagen. Das, was man jetzt da hören kann, sind Spinner auf der anderen Seite des Hügels, die jetzt da langsam rübergelaufen kommen. Das sind die zweitschwächsten Gegner im Spiel. Die sind nur deshalb nicht total schwach, weil sie eben einen Fernkampfangriff haben. Ich kann mich erstmal hinterstellen, bis die über den Hügel gelaufen kommen. Da oben ist die zweite Stufe, Reisemagier, und die kleinsten sind Magier-Lehrlinge. Ja, ich habe noch genug Mana, dann lasse ich die erstmal rankommen. Ja, hier bin ich sicher. Ach, ich kann sie auch gleich umhauen, das ist auch praktisch. Wow, what the... Wow. Was ist denn hier mit dem Spiel los?
Ja, also sowas hier meine ich, warum soll ich mir das antun? Ey, Moment mal. Warum soll ich mir das antun, dass ich jetzt mir, die ganze Zeit, Ah, er hat es geschafft wegzulaufen. Warum soll ich mir das antun, dass ich die ganze Zeit, jetzt mich treffen lasse und wieder zurücklaufe und dies und jenes und hin und her? Wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Der da ist der stärkste Magier. So, das ist natürlich jetzt ungünstig. Jetzt muss ich warten, bis ich da runtergerutscht komme. Den mache ich lieber mal zuerst fertig. Oh, man sieht, der hält schon ein bisschen was aus. Und der teilt auch besser aus als die anderen. Ja, Glück gehabt. Haha. So, und du kriegst noch was. Hey, yeah. Okay. Das ist schön. Aber dahinter sind noch wesentlich mehr Spinner. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist hier mit den Fässern. Hier ist leeres Fass, gelb, rote und orangefarbene Flüssigkeit. Jedes davon, ich meine, es hat keinen massiven Einfluss, aber jedes davon gibt mir einen Punkt auf ein Basisattribut hier. Rot müsste Stärke sein. Ich würde sagen, ja, gelb könnte Geschick oder Reaktion sein. Und orange, meine ich, wäre Charisma gewesen. Deswegen kriegt das auf jeden Fall der gute Goldmond hier, die das... Ups! Okay, das möchte ich dann schon richtig verteilen, deswegen kriegen das die hier. Intellekt, ja gut. Rot, Stärke. Ist bei allen gleich schlecht. Gucken wir mal. So, was haben wir jetzt hier? Was war das hier? Gelbe Flüssigkeit, Geschick oder Reaktion? No. Geschick. Wow. Ja, na gut. Ich habe noch genug Mana und ich kann euch auch im Nahkampf fertig machen. Hey! Also diese Gegner hier sind tatsächlich so schwach, dass man sich bei denen auch antrauen kann, die im Echtzeitmodus fertig zu machen. Das geht auch, also nur mal so. Wenn man hier oben drauf läuft, muss man echt aufpassen, dass man hier nicht an der Seite aus Versehen runterrutscht und dann direkt ins Wasser fällt. Brian, Captain, sorry, komm einen anderen Tag wieder. Na gut, okay, da kommt er einen anderen Tag wieder. Dann halte ich mich jetzt mit dem nicht auf. Man kann sowohl mit Schiffen reisen, als auch mit Pferden, also mit Kutsche. Das ist eigentlich ganz cool. Das verkürzt die Reisezeiten zu den anderen Orten meistens erheblich. Und man kommt auch schneller an Gegenden, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Zum Beispiel, wo man vielleicht durch zwei Kartenabschnitte rüberlaufen müsste, da reicht dann hier einmal laufen, also weil man kommt direkt dahin, wo man hin will. Moment, was erzähle ich eigentlich? Macht das Sinn? Ja, ich glaube doch. So. Genau. Jetzt nochmal hoch. Healen. Tap, 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 tap. Leertaste. Tap, tap, Leertaste. Alles klar. Da kann ich ja mal dann auch safen, ne? Ha, 4000 Gold, das ist gar nicht schlecht. Moment, was mache ich denn mit dem Gold jetzt am liebsten erstmal? Ach, guck mal da. Übrigens, als Info. Hier steht, ich bin geeignet, auf Level 2 aufzusteigen und brauche so und so viel mehr Erfahrung für die Ausbildung zu Level 3. Man braucht immer die Anzahl der Erfahrungspunkte, also Level mal 1000, glaube ich. Das heißt, am Anfang habe ich 1000 Erfahrungspunkte gebraucht. Dann muss ich für Level 2 brauche ich 2000 Erfahrungspunkte mehr. Dementsprechend brauche ich dann 3000 Erfahrungspunkte, um auf Level 2 zu kommen. Auf Level 3 zu kommen. Ja. So, was könnte ich denn jetzt mal geschickt machen? Neue Zaubersprüche kaufen? Nee, ich würde tatsächlich sagen... Ich würde tatsächlich sagen, ich rammel noch ein bisschen hier hinten rum und kloppe mich mit allen möglichen Leuten, die hier sind. War ich in den Kisten schon dran? Ja, ne? Genau, ich werde jetzt mal hier hochgehen und zur Burg. Da sind nämlich auch noch ein paar lustige Leute, die gerne sich mit mir kloppen möchten. Dann sage ich doch nicht nein. Lalalala. Man merkt aber schon, wer die meisten Kills verbucht. Das sind eigentlich die Angriffe haben, die immer treffen. Ich will mal kurz... Magisches Auge. Ja, ihr seid da oben, ihr kommt euch wohl ganz schlau vor.